Hallo, ich bin Katrin und ich bin eine Sprecherin am Hochsensibilitätskongress 2.0 und werde über die Heilarrhythmie sprechen, wie Heilarrhythmie gut passt für Hochsensible. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen und habe auch Dinge erklärt, wie das wirkt. Zum Beispiel wirkt das eben stark aufs Energiefeld und auch auf die Seele, eigentlich auf den ganzen Menschen. Und man kann sehr viel machen, damit sich ein Hochsensibler wohler fühlt. Man kann Schutz aufbauen und eine gewisse Hülle. Man kann das Selbstvertrauen stärken, die Erdung kann man stärken. Man kann auch Trauma überwinden. Es braucht halt Zeit. Man sind Bewegungsübungen, die man machen kann, die man übt und die dann in einem wirklich etwas aufbauen, eine Struktur oder eine Stärke, eine Heilung. Und Heilarrhythmie ist auch gut bei physischen und psychischen Krankheiten. Ich habe es jetzt aber vor allem besprochen für den Alltag oder eben für Hochsensible, die ja nicht krank sind, sondern die einfach vielleicht schneller aus dem Gleichgewicht kommen oder auch durch Traumatisierung aus dem Gleichgewicht sind. Ich hoffe, euch gefällt das Interview und ich lade euch ganz herzlich ein, am Kongress teilzunehmen.